Hallo Benny, wie geht's dir? Willkommen wieder beim Espresso con Paolo. Danke, Paolo. Vielen lieben Dank. Mir geht's super. Dir hoffentlich auch. Es ist ja Wochenende. Sehr Wunderschönes gut. Regenwetter. Ja, ich habe hier Und meinen Espresso, du weißt, mit meinem Espresso geht's mir immer gut. ich habe immer Tee. Ja, ich weiß, ich weiß. Hier, sag mal, ich habe mich gestern Abend unterhalten mit zwei Bekannten und hatten denen von einem deiner letzten Posts bei LinkedIn erzählt, hier, wo du über Cyber Security und die Passwörter und deine Passwort-Philosophie gesprochen hattest. Da haben die gesagt, Paolo, also bei Cyber Security, das verstehen wir noch, aber alles andere, was du danach gesagt hast, das verstehen wir nicht. What's your take on Passwords, Benny? Danke. Ja, die Frage, die sich dahinter ja stellt, ist, wie oft sollte man sein Passwort ändern? Das ist ja die vielleicht ganz oft gestellt wird. Und wie oft änderst du denn deine Passwörter so? Ja, ist halt die Frage, auf welches Passwort beziehst du dich? Ja, wir haben ja überall Passwörter. Morgens beim Einloggen am Windows-Betriebssystem, aber auch noch überall im Internet. Also kommt drauf an, ja. Sagen wir mal die Passwörter, wo du es in der Hand hast. Also wenn deine Firma will, dass du jedes Quartal das Passwort änderst, was vielleicht gut oder schlecht sein könnte, komme ich gleich nochmal drauf, warum das vermutlich eher schlecht ist. Aber was ist so dein Rhythmus? Änderst du deine Passwörter jemals? Änderst du sie regelmäßig? Dein LinkedIn-Passwort zum Beispiel. Nur wenn ich aufgefordert werde. Okay. Das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig, weil wenn man sich das jetzt ein bisschen abstrakter vorstellt, dann wie oft änderst du den Schließzylinder in deiner Haustür? Ja, eigentlich nur, wenn ich den Schlüssel verloren habe, oder? Hoffentlich. Und wie oft verlierst du Ja. denn? Also es gibt ja dann auch die Leute, die sagen, jedes Quartal, weil jedes Quartal muss ich mein Passwort ändern. Also das. Das stimmt, ja. Und im Ja. Endeffekt ist ja vielleicht denn der Schlüssel zu deinem Haus auch das Masterpasswort zu deinem Leben. Oh, Mehr oder weniger. jetzt hast du was gesagt. Guck mal, jetzt heute habe ich meinen Schlüssel zufällig sogar hier am, also dass ich ihn nicht vergehe, wirklich am Mann, ja. Mache ich natürlich nicht immer, aber du hast recht. Also ich selbst jetzt beim LinkedIn-Passwort habe ich jetzt erstmal nur überlegt zu ändern, wenn ich aufgefordert werde. Aber natürlich viele Kollegen, die werden regelmäßig aufgefordert, das Passwort zu ändern. Das ist natürlich mühsam, ja, wenn man sich so ein Passwort zurechtgelegt hat und dann sagt da irgendein System, entweder hier Betriebssystem oder im Internet, bitte wechseln, dann fängt das wieder von vorne an, ja. Wo schreibe ich mir das auf? Wie merke ich mir das? Und habe ich immer das gleiche Passwort? Was ist denn da dein Best Practice? Genau, also erstmal nochmal, also nicht dasselbe Passwort nehmen. Du kannst gerne überall dasselbe Passwort nehmen, wenn du überall eine andere E-Mail-Adresse nimmst oder einen anderen Benutzernamen. Aha, Aber okay. dieselbe Kombination Passwort-Benutzername ist ganz, ganz schwierig. Deine Daten gehen sicherlich mal irgendwo bei irgendeinem Dienst flöten. Ich weiß zum Beispiel nicht, kennst du haveibeenpwned.com? Nee, gar nicht. Wie Okay, finde das ich ist eine das? HIBP.com beispielsweise. Eine sehr schöne, HIBP.com. ja, Okay. haveibeenpwned. Eine sehr schöne Webseite, da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben und die sagt einem dann, deine E-Mail-Adresse war in 500 Breaches oder in 10 Breaches und zwar bei Dropbox, bei Adobe, bei Sony mit Passwort oder was für Daten damit verloren gegangen sind. Okay. Und da kriegt Muss ich man ja gleich mal vielleicht ausprobieren. einen ganz guten Eindruck drauf. Also meine private E-Mail-Adresse hat, glaube ich, aktuell 77 Einträge, wo die Daten schon mal verloren gegangen sind. Oh je, da wage ich ja gar nicht dran zu denken. Also wenn es bei dir 77 ist, wie viel ist es bei mir? Ich sag dir dann mal Bescheid. Ich probiere Ja. das. HIBP.com, ja? Weil Okay, man halt gut. viele Cloud-Dienste benutzt, hat man halt überall Passwörter. Und wenn man dann über das, genau diese Kombination, die da verloren gegangen ist, noch ein paar Mal woanders benutzt hat, ist es sehr, sehr einfach, an deine Daten ranzukommen. Oh Jetzt je. wäre das aber ein Trigger, wenn ich da regelmäßig drauf schaue und sehe, jetzt ist ein neuer Breach da. Zum Beispiel jetzt bei, keine Ahnung, Cloud Service XYZ, dann sollte ich da mein Passwort ändern. Wenn die mich nicht von sich aus schon dazu auffordern. Ganz oft im Internet ist es mittlerweile so, dass die Dienste auch nur neue Passwörter von dir fordern, wenn sie ihre Daten verloren haben. Die sagen das dann zwar vielleicht manchmal nicht, aber so regelmäßige Policies gibt es nicht mehr. Und auch im Geschäftsbereich ist es so, also im Geschäftsumfeld, das BSI sagt jetzt, glaube ich, auch schon ein halbes oder dreiviertel Jahr, also das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, dass man Passwörter nicht mehr wechseln soll. Das NIST sagt das ungefähr seit 2 Jahren, also die amerikanische Behörde im Gegensatz dazu. Und wir haben beispielsweise Kunden oder haben das auch bei Kunden schon implementiert, dass wir regelmäßig Passwort-Audits machen. Das heißt, dass man einfach die Passwörter einmal gegen eine Datenbank laufen lässt, natürlich dann nicht im Internet, weil du willst ja deine Daten da nicht rausgeben, sondern irgendwie lokal bei dir. Und dann nur die Kollegen, deren Passwörter eben in irgendwelchen Passwortlisten stehen, dazu auffordert.
ihr Passwort neu zu setzen. Und Wow. das funktioniert ganz gut. Der, Das heißt, was glaubst du? dein Statement ist also, Passwörter so selten wie möglich beziehungsweise gar nicht mehr ändern. Wenn du dir das gut gemerkt hast, nicht ändern, genau. Aber was glaubst du, was ist der größte Impact, den es hat, wenn du deine Firmenpasswörter nicht mehr änderst? Du hast weniger User, die im Support anrufen und ihr Passwort vergessen haben. Genau, du hast eigentlich Weniger gar keine Kosten. Kosten mehr für Passwort-Resets. Wow. Weil es kennt ja jeder. Also ich musste jetzt gerade mein Passwort auch wieder ändern und ich habe es vergessen. Also geht einem halt manchmal so. Ich habe dann mein geschäftliches Passwort steht nicht in meinem Passwort-Safe drinne. Jetzt schon, vorher Ja, nicht. Weil ich ja. mir da, dann hatte ich 4 Wochen Urlaub. Also vorm Urlaub habe ich es gewechselt, dann war ich 4 Wochen nicht da. Weg. Hier, guck mal, Dann. mein Espresso ist fast schon am Ende, aber eine Frage habe ich noch. Ich habe letztens in einem deinen Posts hast du dazu geschrieben, Leerzeichen am Ende des Passworts. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist einfach, es hat 2 Vorteile. Zum einen wird dein Passwort um ein Zeichen länger und Ja. je länger ein Passwort, desto besser, weil es länger dauert, es zu entschlüsseln, wenn man es denn könnte. Und zum anderen, der offensichtliche Punkt ist, wenn dir jemand über die Schulter guckt, das Leerzeichen sieht man ganz oft nicht. Dann schreibe ich da als Passwort Passwort hin und der Kollege, der da drüber guckt, sieht gerade, ah, das Passwort von Benny ist Passwort. Aber dann sieht er nicht, dass da hinten dran ein Leerzeichen ist, weil es einfach ein unsichtbares Zeichen ist. Das schützt da also ein bisschen vor. Und ich weiß nicht, wie oft du Leuten dabei zusiehst, wie sie ihre Passwörter irgendwo eingeben. Also ich würde sagen, so 3 bis 5 Passwörter die Woche sehe ich schon. Im Ich gucke Moment dann jetzt in immer weg. Ich Corona-Zeiten bin so nicht. fair, ich gucke immer weg. Aber manchmal kann man das ja nicht. Also gerade wenn da in der S-Bahn einer sitzt und da am Rumdaddeln ist. Genau. Benny, ich könnte wirklich stundenlang mich über Passwörter mit dir unterhalten. Also heute habe ich schon wirklich sehr, sehr viel gelernt. Also Leerzeichen am Ende des Passworts, am besten nicht so häufig das Passwort oder gar nicht mehr ändern, wenn man es einmal festgelegt hat. Und wenn Und es gut war. wenn es gut war und HIBP.com. Benny, bis zum nächsten Mal bei Espresso con Paolo und danke für die vielen tollen Tipps. Gerne, danke auch. Bis bald. Bis Ciao. bald, ciao.